Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Mein erster Back to Uni Vlog, denn es ist heute Samstag und ich werde heute zurück nach Jena fahren, weil bei mir am Montag die Uni wieder losgeht. Es ist so crazy einfach. Ich vergesse irgendwie voll oft, in welches Semester ich jetzt gehe, aber einfach 7. Semester jetzt. So crazy. Aber ich muss sagen, ich freue mich richtig. Ich habe richtig Lust auf das neue Semester. Ich habe auch Lust, zurück nach Jena zu gehen, meine Freunde dort wiederzusehen und bin ready für Uni. Hoffe, ihr seid es auch. Hoffe, ihr seid gut in die Uni gestartet, wenn es bei euch schon wieder losging oder habt einen guten Start. Auch an alle Erstis. Ganz viel Erfolg. Macht euch nicht verrückt. Falls ihr irgendwelche Fragen oder so auch zum Medizinstudium im ersten Semester habt oder so, könnt ihr mir immer gerne schreiben oder kommentieren. Voll aufregend. Ich fieber ein bisschen mit. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich nehme euch einfach ein bisschen mit und zeige euch alles, was bei mir die nächsten Tage so abgeht. Ich muss heute ultra viel packen und Leute, ich bin so überfordert. Weil einfach, ich habe mich für eine Skifreizeit angemeldet, das habe ich ja schon erzählt. Und theoretisch müsste ich jetzt meine ganzen Skier, Skijacke, Skischuhe, Skihelm, Skibrille, alles mit nach Jena nehmen. Und ich muss ja auch sonst die ganzen Sachen, die ich jetzt im Sommer eingekauft habe oder die noch hier zu Hause sind, weil ich die für den Winter nach Hause gebracht habe, alles nach Jena bringen und ich fahre mit dem Zug. Das heißt, ich habe nicht so viel Stauraum und es überfordert mich gerade mega. Und so packen und alles, es ist echt nervig. Hier liegt alles rum. It's super annoying, aber naja. Und ansonsten muss ich auch noch mal kurz zu Leonie, weil ich war gestern bei ihr und habe mein Fahrrad dort stehen gelassen, weil wir dann noch nach Karlsruhe gefahren sind und ich dann keinen Bock hatte, nachts mehr nach Hause zu fahren. Und ich muss auch noch zu DM, weil ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Leute, ich habe mir eine kleine Mini-Vlogging-Cam gekauft und ich bin so excited. Ich habe richtig Lust, mit der zu filmen, weil ich filme aktuell nur mit meinem Handy und das hat mich irgendwie genervt. Deswegen gehe ich noch kurz zu DM und kaufe eine Speicherkarte für. Und ja, das ist eigentlich der Plan für heute. Ich muss einfach nur irgendwie zurück nach Jena kommen. Und ich hoffe, es klappt alles. Aber ich bin eigentlich optimistisch, weil ich habe einen Zug direkt nach Erfurt gebucht. Und dann muss ich von Erfurt noch mit der Regio fahren. Und ja, viel Spaß beim Video. Ich bin wieder zurück. Ich habe mein Fahrrad geholt. Und war dann noch beim Bäcker und bei Alnatura. Ich habe Frühstück, beziehungsweise eigentlich jetzt eher Mittagessen geholt. Ich habe ein Brot geholt, ein halbes. Ein paar Bagel und Brötchen. Und noch Eier, weil ich brauche uns jetzt noch Spiegeleier. Yum, yum, yum. Und dann wird erstmal was gegessen. Es ist schon 12:30. Thank you.
Leute, ich filme mit meiner neuen Kamera. Ich bin voll gespannt, wie das Bild ist, wie sich das hier alles verhält, wie ich damit zurechtkomme. Ich finde es irgendwie voll cool. Es ist so eine süße Kamera, Leute. Die liegt irgendwie total knuffig in der Hand. Ich freue mich richtig. Und ich bin in der Waschküche. Und ich glaube, die hat ultra so weitwinklig. Ich glaube, ihr seht jetzt immer voll viel. Was eigentlich gar nicht gut für mich ist, weil ich bin voll unordentlich. Und bei mir liegt immer voll viel rum und dann seht ihr das jetzt immer alles. Das ist voll unsteady. Aber naja. Whatever. Auf jeden Fall hänge ich jetzt Wäsche ab und dann muss ich die Wäsche zusammenlegen und gucken, was davon mit nach Jena kommt. Ich stelle euch jetzt mal ab. Let's make some laundry. Lila Laundry. Das muss ich jetzt alles noch zusammenlegen. Guten Morgen, ihr Lieben. Happy Sunday. Ich bin zurück in der Crib. Ich bin gestern ja nach Jena gefahren. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich da gar nicht mehr so viel gemeldet, vor allem seit ich hier bin. Ich habe einfach nur mit meinen Mitbewohnern gechillt. Wir haben noch ein bisschen Trash-TV geguckt. Aber die Fahrt war mega gut. Ich musste ja nur einmal in Erfurt umsteigen. Es war nur ein richtiger Pain mit meinem ganzen Gepäck. Ich war wirklich so bepackt. Ich hatte 5 Gepäckstücke. Aber ja. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und jetzt bin ich wach. Wir haben kurz nach 9. Ich habe schon Tee getrunken und gelesen. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt mal eine kleine Runde laufen werde. Weil es ultra schönes Wetter ist. Und ja, ich glaube, heute ansonsten nicht so richtig die Zeit dafür haben werde und ich Lust habe. Und wenn das vorkommt, muss ich das ausnutzen. Ja, ansonsten wollen wir heute vielleicht nach Weimar fahren, weil da dieses Zwiebelfest ist. Ich glaube, das ist einfach wie so ein Markt mit so Essensständen und sowas mit meinen Friends hier. Und ich muss auch echt ein bisschen aussortieren, weil ich habe gestern meinen Koffer ausgepackt und ich habe so viel Zeug. Und hier ist irgendwie so, also es ist aufgeräumt an sich, aber es hat nicht alles einen Platz. Ich habe hier einfach zu viel rumfliegen. Und es nervt mich ein bisschen und ansonsten muss ich auch noch Videos schneiden und so, deswegen, yes. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich morgen noch gar keine Vorlesung habe, also ist es eigentlich relativ entspannt. Ich gehe jetzt erstmal eine kleine Runde laufen. Ich gehe es ganz langsam an. Kurze Runde, nicht zu schnell. Einfach nur ein bisschen rauskommen für die Bewegung. Let's go. Leute, ich bin zurück. Es war richtig gut. Ich bin wirklich nicht so lange gelaufen, nur 20 Minuten, 2 Meilen, schnell ein bisschen raus, schnell ein bisschen Bewegung reingekriegt. Frühen Morgen. Jetzt fühle ich mich direkt gut und ich werde mir jetzt einen Proteinshake machen. Erstmal nach dem Sport, dann noch eine kleine Runde Yoga und dann frühstücken, denke ich mal, und gucken, wo der Tag mich hinbringt. Ich habe auch gerade erstmal eine Waschmaschine angestellt, weil ich da auch noch was hatte. Und ja, soweit so gut. Ich habe gerade noch einen 20-Minute-Yoga-Flow gemacht und ein bisschen gechillt und angefangen, hier mein Video zu schneiden an meinem Laptop. Und jetzt habe ich mir gerade einen Kaffee gemacht und mich nochmal hier hingesetzt und werde es jetzt weiterschneiden. Und ich wollte mich mal bei euch bedanken, weil ich finde es, also es hat mich ultra gefreut. Mein letztes Video war ja ein Talk-Video
Und ich habe das Gefühl, ich konnte da voll persönlich und offen mit euch reden. Und ihr habt mir so positives Feedback gegeben und es kamen auch irgendwie so viele Kommentare. Und irgendwie, ja, das hat mir nochmal gezeigt, dass es so schön ist, mit euch zu connecten und so diesen Austausch einfach auch zu haben durch Kommentare und so. Also ich freue mich da wirklich über jedes Einzelne und lese auch alles durch, genauso wie wenn ihr mir Nachrichten schreibt. Das war echt sehr, sehr schön. Und genau, jetzt bin ich hier am Schneiden und um 1:30, also in so 2 Stunden, wollen wir nach Weimar fahren. Ich freue mich richtig. Ich glaube, das wird sehr schön. Das Wetter ist eigentlich auch ganz okay. Es ist ein bisschen bewölkt, aber es kommt auch mal die Sonne durch. Und ich glaube, heute Abend machen wir Lasagne, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, ich werde jetzt den Vormittag hier auf jeden Fall mit Schneiden verbringen. Und wenn ich dazu komme, aufräumen bzw. ausmisten. Aber das sind so Sachen, die machen keinen Spaß. So, ich habe gerade gesaugt und Wäsche aufgehangen. Und ich glaube, ich mache mir jetzt noch was zu essen. Wir fahren zwar gleich los, aber ich schaffe es nicht. Ich muss was essen kurz und ja, dann mache ich mich, glaube ich, auch schon ready. Es ist ja Sonntag und ich habe nicht richtig was hier zu essen. Aber noch diese Weetabix. Deswegen werde ich davon jetzt welche essen. Leute, ich liebe Weetabix. Die schmecken so geil. So, ich habe mich ready gemacht. Ich trage ganz simpel einfach diese Hose, die ich mir bei Pull&Bear gekauft habe. Ich liebe die. Und der Pulli ist ultra alt. Ich weiß gar nicht, wo der her ist. Aber der ist richtig comfy. Darüber kommt noch meine Lederjacke. Und dann geht's los. Ihr Lieben, Happy Monday. Ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, nachdem wir in Weimar waren. Es war auf jeden Fall richtig schön. Also es war so ein... Oh mein Gott, ich kann irgendwie gar nicht reden. Ich passe im Hals. So, jetzt ist es besser. So ein typischer Markt irgendwie, der zu Sonntags ist mit so ein paar Ständen, wo man was kaufen konnte. Es gab Essen. Und ja, wir waren da mit unseren Freunden. Und abends waren wir dann noch zum Lasagne-Essen bei Freunden, also bei den gleichen. Und ja, heute Morgen hatten wir auch nochmal Besuch zum Frühstücken, weil gerade die Freundin von einem Freund von uns zu Besuch ist und dann hatten wir die hier eingeladen und waren dafür heute Morgen schon einkaufen. Und ja, ich war jetzt gerade noch bei DM, habe jetzt erstmal einen Kaffee gemacht, wir haben schon 15 Uhr, ich mache euch einen kleinen DM-Haul, deswegen melde ich mich. Und ja, heute Abend ist so bei uns so eine Semester-Opening-Party, wo wir alle hingehen werden. Ja, und morgen geht die Uni los, morgen ist mein erster Unitag. Ich hatte heute irgendwie noch gar keine Vorlesung und nichts. Aber ja, so viel dazu. Ich zeige euch jetzt mal so, was ich bei DM gekauft habe. Ich habe mir zum einen neue Kaffeebohnen gekauft. Diese hier. Falls ihr irgendwelche Kaffeebohnen-Empfehlungen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich suche da immer noch welche, die gut schmecken. Und ja, genau. Zum einen wollte ich nämlich einen neuen Tee haben. Grey war leer und grüner Tee war auch leer. Deswegen habe ich die beiden mitgenommen. Von der DM Eigenmarke einfach. Dann natürlich den Apfelessig einmal. Ich trinke den ja immer morgens. Das wäre gut für die Darmgesundheit und den Blutzuckerspiegel sein. Dann habe ich einmal so Fließsohlen gekauft. Die gibt es ja gerade von Balea. Weil ich habe so Stiefel,
jetzt nicht so hundertprozentig warm halten. Und da dachte ich, es sei eigentlich ganz geil, so Sohlen da reinzuleben. Das hat meine Mama mir auch empfohlen, deswegen habe ich die einmal mitgenommen. Ich werde die auch gleich mal da reinmachen. Ich glaube, dass es ziemlich gemütlich ist und vor allem auch, weil die mir ein bisschen zu groß sind. Deswegen ist es, glaube ich, perfekt. Dann habe ich noch einmal Seife zum Aufwärmen gekauft, und zwar Ingwer und Magnolie. Ich bin voll gespannt, wie das riechen wird. Boah, das riecht richtig geil. Nice. Und dann muss man sich nicht immer wieder neue diese Spender kaufen, sondern einfach so ein Pack, und das hält dann, glaube ich, für so dreimal auffüllen oder so. Und dann habe ich noch einmal Barista Hafermilch mitgenommen für meinen Kofi. Der ist nämlich viel günstiger als Oatly, obwohl ich Oatly geschmacklich auch besser finde. Und zum Frühstücken einmal Walnuss und Hanfsamen. Genau. Und jetzt trinke ich mein Käffchen und dann werde ich nochmal rausgehen, spazieren gehen, weil es ist so schönes Wetter. Einfach blauer Himmel, und ich muss noch Zusatzschuhe und meine andere Kamera zur Reparatur bringen. Und ja, so weit der Plan. Jetzt schneide ich erstmal noch ein bisschen Video, bis ich losgehe. So, ich gehe jetzt zu Saturn, noch meine andere Vlogging-Cam wegbringen. Mein Video ist fertig und es lädt hoch. Und es ist gerade 16.30 Uhr. Let go. Ich bin zurück vom Einkaufen und Saturn etc. pp. Und richtig cool, Leute, ich war einfach beim Copyshop, weil ich habe hier noch einen Bilderrahmen, wo ich irgendwie für den Winter ein anderes Bild reinhaben will, weil mir das irgendwie nicht mehr, oder aktuell, wer weiß, ob sich es mal wieder ändert, nicht richtig gefällt. Und dann habe ich mir einfach im Copyshop ein Bild von Toni und mir drucken lassen, das ich jetzt stattdessen da einrahmen möchte. Und ich finde, das ist echt mega geworden. Es hat jetzt 9 Euro gekostet. Und ich habe hier noch einen Rahmen zu Hause. Das heißt, ich glaube, ich werde es morgen gleich nochmal machen. Und irgendein cooles Bild, vielleicht bei Etsy oder so, runterladen. Weil man braucht das im PDF-Format. Schickt man das per Mail dahin und dann drucken die es einem aus. Also mega schnell und unkompliziert. Richtig, richtig nice. Und dann war ich noch bei Teegut. Weil ich heute Morgen vergessen hatte, so zum Frühstück Quark zu kaufen, und dann hatte ich irgendwie auch ultra Bock auf so Mango-Vanille-Joghurt, der im Angebot war. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das mega lecker. Ich werde mich jetzt auch direkt mal probieren, sowas als Dessert zu essen oder auch einfach als kleinen Snack, ne? Schmeckt auch richtig geil. Ich habe nämlich auch Hunger, es ist jetzt schon 18 Uhr. Ich glaube, ich werde gleich mal eine Kürbissuppe kochen. Weil dafür habe ich dann auch noch Zwiebeln gekauft. Und dann hatte ich auch noch Lust auf Grapefruit. Und weil wir heute Abend ja vielleicht weggehen, habe ich so eine Rhabarber-Säcke gekauft. Ich liebe Rhabarber-Geschmack. Der war auch im Angebot. Und richtig süß, ich habe noch eine kleine Zimmerpflanze gefunden. Und zwar ist es eine Musa Banana Plant. Die hat nur 4 Euro oder 5, 5 Euro gekostet. Und ich habe hier eh noch so einen kleinen Topf. Und dann dachte ich mir so, das wäre doch eigentlich ganz cute. Als Deko. Genau, jetzt räume ich hier ein bisschen ein und dann geht's ans Kochen. So, ich muss ehrlich sagen, es ist irgendwie ein kleiner Fail. Denn es passt natürlich nicht perfekt in den Rahmen. Ah, ich glaube, ich hätte das Bild irgendwie auf 50x70 zuschneiden müssen. Weil als sich war es auf 50x70 schon gedruckt worden. Aber er hat dann hier unten irgendwie was abgeschnitten, weil dann auch so ein Cam-Scanner-Logo war. Alles not ideal, aber an sich auf jeden Fall eine coole Sache. Und mein anderes Bild, beziehungsweise der andere Rahmen, steht jetzt hier im Wohnzimmer, weil ich will unbedingt noch was an diese Wand hier hängen. Und hier habe ich jetzt die kleine Bananenpflanze hingestellt. Da stehen auch noch so Bilder, die wir mal selber gemalt haben. Aber ja, es ist viel zu tun in unserer Wohnung, aber Step by Step kriegt man das auf jeden Fall hin. Und ich kümmere mich jetzt um die Suppe. So, ihr kocht jetzt schon meinen Kürbis mit einer Tasse Brühe. Da kommt gleich noch
Kokosnussmilch dazu. Ich mache das immer so 50-50. Und den restlichen Kürbis habe ich hier schön klein geschnitten. Und der wird jetzt noch ein bisschen gewürzt mit Salz, Pfeffer, Chili, etc. pp. Olivenöl natürlich. Und dann kommt der in den Ofen. Und dann werde ich den ein bisschen mit Feta toppen. Und vielleicht noch einen kleinen Salat dazu machen. Ich sitze gerade am Schnitt dieses Outros und da ist mir aufgefallen, am Schnitt dieses Vlogs, und da ist mir aufgefallen, dass ich gar kein Outro gedreht habe. Deswegen wollte ich mich einfach nochmal kurz melden, euch Bescheid geben, dass das Video jetzt vorbei ist, und hoffe natürlich sehr, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr über jedes Kommentar und vor allem auch, wenn ihr mal bei Instagram oder TikTok und so weiter vorbeiguckt. Ich versuche da ja aktuell aktiv zu sein, euch mitzunehmen, solange die Uni noch nicht so stressig ist. Und ich habe richtig Bock und hoffe, ihr freut euch auch. Und ja, dann macht euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.